begrüße alle Gäste hier und bitte um Entschuldigung für die kleine Verspätung, was jetzt an uns lag, aber bei unserem Grundstück ist ein halber Baum abgebrochen und das ist das Wetter, was jetzt ein bisschen schlicht und die Ecken gemacht hat. Mindenkit úgy remélem, hogy ugye a lányom ugye most ünnepli ebben az évben a 70 éves közigazgatási fennállását. Tehát 1949-ben került külön Hósvegyertől. Ja, wie wir alle wissen, feiern wir heute oder feiern wir in diesem Jahr den 70. Jahr des Bestehens Leeinkollung als eigenständige Gemeinde. Wie wir alle wissen, ist seitdem Leeinkollung eine eigenständige Gemeinde. Früher hat es nicht Hósvegyer gehört, das ist noch der Szentendrum. Akkoriban egy kicsike falu volt, egy 904 fős település volt, és azóta a tudós statisztikai alapján alatt, 4000 fős volt már a lakosság szám. Ja, damals hatte das Dorf nur die 900 Einwohner und wie wir alle wissen, ist bis zum heutigen Tage die Zahl der Einwohner beträchtlich gewachsen, mit 3900 Einwohner. 19 utcája volt lányoknak a 49-ben, és 75-80 család hétvégi nyarak. Also 1949, zu dem Zeitpunkt, als der Ort eigenständig wurde, gab es nur 19 benannte Straßen und im Dorf befanden sich 75 bis 80 Wochenendhäuser. A államosított üdülőből alakultak meg ilyen kézmények, mint a köztársaság jelenlegi bányász, nyomdász. Ja, es gab ja in früheren Ort viele Villen von sehr wohlhabenden Bürgern und daraus wurden durch die Verstaatlichung für Betriebsferienheime, staatliche Ferienheime. Az első kormányzat a Petőfi Sándor utca egyben volt, az első testület 20 fős. Das erste Gemeindeamt befand sich in der Petőfistraße Nummer 1 und damals gab es, der Gemeinderat bestand aus 20 Personen zu dem Zeitpunkt. Dann wurde Leeinkollung zu einem Art Luftkurort erklärt, weil so viele Leute hier sich erfrischt haben im Sommer und es wurde ein Kurortkomitee gegründet und die Kurtaxe wurde eingeführt. 1950. Oktober, Novemberében a képviselőtestület rendszert felváltotta a tanácsi rendszer, és létrejöttek a szocialista rendszerre jellemző tanács. Ja, Oktober, November 1950 wurde anstatt der Gemeindevertretung ein Klientensystem eingeführt. Und die für den Ort so charakteristischen Privatwillen, Wochenendhäuser, Gasthäuser wurden privatisiert und verstaatlicht. Und aus den sehr großen Villen wurden diese Erholungsheime. 1958-ban megszűnt a termelőszövetkezet, az ingatlankezelést is megkapta a helyi tanács. 1958 löste man die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft aus, damals gab es noch solche Flächen hier und diese Grundstücke gingen an den Gemeinderat. Nagyon jelentős esemény volt 1970. szeptember 1-je, akkor nyilvánították nagyközségi Ein wichtiges Ereignis im Leben der Gemeinde war der 1. September 1970, als der Komitatsrat als Leeinkolo zur Großgemeinde ernannt wurde. Und néhány lépésben a fontosabb események akkor is a történés. 1949-ben új hajóállomás épült a Marbert-Mártás-Lábos. Also nur, ich möchte stichpunktartig einige wichtige Schritte in der Entwicklung Leeinkollungs hier zeigen. Also 1949 entstand die neue Schiffsanlegestelle, wo wir gestern unser Mittag gegessen haben. Und zwar hat das die Ungarische Schifffahrtsgesellschaft investiert. 1951-ben ein Bernd-Hauptgesellschaft
1951, 51 wurde der Kindergarten gebaut. 62, 63-ban tan 4 tanterembel bővült az általános iskola. 1962, 63 wurde die Schule um die Klassenräume erweitert. 69, 71-ben a művelődési ház, ennek a művelődési háznak az elődje. 1971 wurde dieses Kulturhaus gebaut, also nicht dieses, sondern der Vorgänger praktisch, aber an demselben Ort, an dem wir jetzt sind. 1962 wurde der Thermalstrand mit drei Becken gebaut. Ja, der Strand oder das Strandbad wurde natürlich im Laufe der Jahre ständig erweitert und modernisiert. Verfügt heute über 6 Becken und über Umweltpumpen, die das Wasser sauber machen. Téli esített üzem, a téli nyári üzem 2006-ban. 2006 wurde das Thermalbad so eingerichtet, dass es auch in den Wintermonaten besucht werden konnte. 2008-ban épült a sauna. 2009 wurde neben dem Thermalbad ein Saunahaus gebaut. 1964-65 entstand die Arztpraxis im Ort. 1983 die Apotheke. Ivo km. Das Trinkwasserleitungsnetz wurde zur gleichen Zeit geschaffen und ausgebaut. Egy élelmiszer volt épült, ami már nem beszélt, az Alszegi Kálmán téren. Ja, am Alszegi Kálmán Platz entstand auch ein Lebensmittelgeschäft, was es heute nicht mehr gibt, leider. Die Post hat was gebaut. Eine neue Post wurde gebaut, ein Postamt. Villanyhálózat közvilágítás volt. Ja, das elektrische Netz, also die Straßenbeleuchtung wurde ausgebaut und erweitert. Früher gab es sogar ein Freilichtkino in der Eichholbe, aber heute leider nicht. És ami a fájópontja a Eichholbnak, hogy volt egy kempingje is, ami szintén. Was uns ein bisschen weh tut, dass es früher einen funktionierenden Campingplatz gab, der sehr gut frequentiert war und den es auch leider nicht mehr gibt. 1990-ben érkeztük egy kockszülőkörnyék a rendszerváltás. Ja, 1990 ez egy rendszer stattfand. 90 és 96 között katolna a rendszer így. Dank der ehemaligen Bürgermeisterin Vera Adoyan wurde in den Jahren 1990 bis 1996 das Abwassernetz und das Gasleitungsnetz ausgerüstet. Fogorvosi rendelő 94-ben erhielt er ott eine eigene Zahnarztpraxis. 96-ban Dunaparti kerékpár. 1996 der Fahrradweg am Donauufer. 99-ben nyílt a múzeum. Seit 1999 haben wir das Ortsmuseum, das wir gestern besucht haben. 2000-ben épült a sportcsarnokunk. A Dolgozai Iskola Szerviszót és a Református templom Ja, im Jahre 2000 konnte die Sporthalle eröffnet werden, wo sich sicher einige aus Fenzing auch erinnern, weil dort Gäste waren zu der Eröffnung und für mich persönlich war das auch ein sehr wichtiges Ereignis, weil ich im Schulförderverein dort mitgewirkt habe. Dann wurde auch die evangelische Kirche gebaut, das war im gleichen Jahr. Die reformierte Kirche gebaut, Entschuldigung. 2003-ban közvilágítás postrendkérdés. Ja, a közvilágítás. Ja, die Straßenbeleuchtung wurde modernisiert, 2003. 2004-ben készült el a polgármesteri hivatal, Das neue Gemeindeamt zusammen mit dem Gesundheitszentrum konnte 2004 übergeben werden. 2005-ben a mögötte lévő játszótér.
2005 der schöne Spielplatz. Mitte der Ebenen készült el a Ravaszlászló könyvtár a Kleinikra. 2007 konnten wir die Ravaszlászló Bibliothek eröffnet. 2008-ban kezdődött az a falunapoknak a sorozata, ugye ez a tudományban egy Seit 2008 wurde die Tradition des jährlichen Dorfes eingeführt, an dem ihr gestern und vorgestern teilnehmen konntet. 2009-ben az iskola publik is, ez már die iskola publikusokat is. Ja, 2009 wurde unter dem Bürgermeister Csabanieri das Schulgebäude noch weiter ausgebaut und modernisiert. És a falunát is akkor lett bejelenek kormányában. Ja, und das Kulturhaus oder das Dorfhaus, wie wir es nennen, de ilyen egyszerű formában egy stát. Mert úgy látom, hogy a tekintesten itt volt a Ravalovák Valéria, nyilván ők is akkor keretkezett, mert ők is 11 éves. Ja, gleichzeitig dann wurde auch die Galerie geschaffen, die auch einige von euch gestern besucht haben. 2010-ben készült el a Zoboda, és a Sad is, én is akkor irányában. Ja, ebenfalls Bürgermeister Csabanieri wurde der Kindergarten nochmals erweitert. Und wenn Sie gut kennen, die Tankstelle wurde modernisiert und gestaltet. Akkor most érkeztünk el a jelenlegi periódusokra, meg ugye már ennek a testületnek a nevéhez működik. 2015-ben a polgármester hivatalban úgy dolgozik a bőszüket felé. 2015 unter der jetzigen Zeit hier wurde dann Gebäudetechnik im Gemeindeamt und im Museum modernisiert, also Energiesparnis zu erreichen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man hier in der Zeit nicht mehr so viel Geld hat. Ja, unter der Führung von Janne Schlossmann wurden 8 Kilometer Straßen befestigt und erneuert. A Norvégának a fejlesztése, ugye egy erre a fejlesztésnek. Ja, in seiner Zeit fällt auch die Investition, die in der Sorgvilla getätigt wurden, um den Zustand der Villa dort zu ein bisschen befestigen. Das habt ihr gestern auch gesehen. Das sieht sehr gut aus. Egy 40 éves hosszúságon volt a falunak a északi oldalon lévő járva, ez egy 200 méter hosszú járva, nem volt a falunak járja, de ez is erről szükséges. Ja, ebenfalls entstand ein Bürgersteig in der nördlichen Richtung am Ort. Wir sind heute mit dem Auto dort langsam vorbeigefahren. Das gab es vorher nicht und die Leute mussten auf der Straße in den Flüssen spazieren. Kleinkinder, ja, außerdem wurde auch der Zustand dieser nicht ganz fertigen Villa befestigt. Und die Fitnessstrecke am Dunaufer, das haben Sie auch gesehen. Ich habe kurz auf Frankfurt gesehen, um ganz zu verändern. Das nennt man. Ja, er möchte auch noch einige Worte zum Thermalbad sagen, aber das ist ein bisschen ein problematisches Thema und keine Erfolgsgeschichte. Wo schließt man für einen Internet-Elektrisch, ja, im Moment sieht es aber so aus, dass wir Unterstützung aus staatlichen Quellen bekommen und dass dort etwas die Zustände ein bisschen verbessert werden können. Es gibt immer so viele Probleme. Erre a periódusra esik elég sok kulturális esemény. Ekkor kért készült, de 15 állomákból készült a Karnösvény. Also auch in dieser Zeit, das haben wir, ja, das haben wir vergessen. Da gibt es sozusagen einen ortsgeschichtlichen Lehrpfad, der angelegt wurde mit 15 verschiedenen Stationen, wo sich Besucher aus dem Ort informieren können über bestimmte Gebäude und Stellen, die wichtig für den Ort sind. Der Hagen-Hiles Lehrkommunion nevezünk der Sétány, és ugye állítottuk nekik emléket, tárlában is. An der Donaupromenade wurden Teile der Promenade nach sehr berühmten Schriftstellern und Persönlichkeiten benannt. Dort gibt es auch Informationstafeln.
múzeumot is látta mindenki, hogy ez egy kulturális fejlesztés volt, a belső felvétel meg volt. Ja, most das Museum habt ihr alle gesehen, also die Modernisierung und die Übergabe ist jetzt erst vor kurzem gewesen, das habt ihr gestern gesehen. És sikerült három olyan kiállítást szervezni, amely gyakorlatilag Erdélyben is, és a Magyarország különböző helyén pár változtatásként is. Ja, wir haben drei solche Ausstellungen wurden dort organisiert, die nicht nur hier in Leonkotten, sondern an verschiedenen Orten in Ungarn auch gezeigt werden. Azt hiszem, hogy a rendszernek a fejlődését, azt nem tudom, mennyire látszik, ez bizonyít a legjobban. Tehát a lakosság szám növekedés. Aha, hiszen János Kutas kérdezik. Jó. Also das ist die Kurve, die über die Einwohnerzahl uns ein Einblick, also wie steil das nach oben geht. Und ihr habt das vielleicht auch gestern gesehen auf dem Spielplatz, sind viele kleine Kinder und auch ugye szerencsére, hogy a lányfónak a lakosság növekedését a infrastruktúra fejlesztés is követke. Ja, und glücklicherweise können wir stolz behaupten, dass auch die Entwicklung der Infrastruktur des Ortes sich diesem Trend angepasst hat. Igyekeztem jól foglalni végig a lányfónak életét. Ja, ich habe versucht, die Geschichte von Leonkotten ganz kurz darzustellen. És én azt kívánom, hogy a következő tízesztendő is legalább ilyen eredményt hozzon. Ja, und natürlich wünsche ich uns allen, dass auch die nächsten 10 Jahre uns eine ähnliche erfolgreiche Zeit bescheren werden. Minden polgár elmondhassa. Und dass jeder Bürger behaupten kann. Márai Sándor mondta. Was Márai Sándor, einer der wichtigsten Schriftsteller, gesagt hat. Otthon Leánykorú volt a legjobb. Er hat gesagt, also zu Hause, er meint damit Ungarn, weil er ist im Exil gewesen und er hat gesagt, in Ungarn war es in Leánykorú am schönsten. Und ein anderer berühmter Schriftsteller, ich glaube schon im 20. Jahrhundert, der am Haus hat, der am Donaufall hat gesagt, Leánykorú ist der Mittelpunkt der Welt. Én elmondtam röviden a történetet, és ez sem véletlen, hogy a keletkezések itt vannak. Nem is fontos dolog a keletkezés életében, hogy ez a két kapcsolat létrejött, és a mai napig én azt hiszem, hogy nagyon remélem, hogy a jövőben. Ja, natürlich muss ich auch erwähnen, dass wir sehr glücklich sind, dass in diesem Jubiläumsjahr wir die beiden Partnergemeinden hier bei uns begrüßen können. Und das ist auch ein positives Ergebnis, dass wir diese Partnerbeziehungen pflegen können und schon seit vielen Jahren haben. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass es auch für die Zukunft weiter bestehen wird. Und das hoffen wir von ganzem Herzen. Nagyon rövid filmet, mert ez is hozzához, nem említettem, hogy igyekeztünk, hogy jól menjen ez a film ebben az irában. Ennek talán a hangot megjön meg a fejlődésre. Über die Geschichte und so unsere Gemeinde gemeinsam anzuschauen.
Genießt es einfach nur. Ja, es muss nicht übersetzt werden. Es gibt auch einen längeren Film, den kann man im Internet jederzeit anschauen. Reméljük egyszerre azt általában. És
Sigár, Győri királyfaluban, gyönyörű hely, tiszta Svájc. E szavakkal csalt Rózsai Kálmán, Lóri Zsigmondot, Edmundi településre. Nevem ma is Vinnáz László, ahol 30 éven át élt és alkotta művei jelentős részét. Leányfalu hely és irodalomtörténeti kiállító helye állandó kiállításán, írói munkássága mellett megismerhetjük a Móriczház és kertjének történetét, híres vendégeit. És hányan voltak még szerelmesei erotikus tudatalkotóinak? Az első között volt Petőfi apósa, Szentei Ignác, és sógora Gyulai Pál, majd a hajdani művészi lágyjársai, később Katona Puszta Sándor parkköltő, Ravasz László református püspök és Rejer Ivó István, aztán Márai Sándor, Karinti Ferenc és még sokan mások is otthonra eltudott. Leányfalu ma is őrzi konzerjét, hiszen megújult óvoda, iskola, sportcsarnok, egészségügyi intézmények, polgármesteri hivatal és vásárlóközpont biztosít egyetlen fontosabb életet az ügyfalu. És Vinnél és a település az 1883-as tétében még Leányfalu puszta elnevezéssel szerepel. És Vinnél Leányfalu egykor még himnusza is volt. Így. Igazak és hívek, vidám mesés szívek, üdv a Dunának, üdv és öröm nekünk. Hát a Szent Mári Kálmán napja
zeneiskola, annak jelő zeneiskolának volt az igazgatója, itt volt terrorolja, és ő elhozta, megbeszélték előzőleg azért, a bűzmás igazgatóval, és elhozta őket ide Lányfalira. Ja, Als die Kirche aus Felsing das erste Mal hier waren, da hatten wir hier allerhand im Ort zu tun. Bedeutende Investitionen in der Infrastruktur sind gerade durchgeführt worden. Und irgendwie hat sich das ergeben, dass wir durch den kulturellen Leiter Karl-Marx Szentmári die Gelegenheit hatten, eine Musikgruppe aus Penzing hier bei uns im Ort begrüßen zu können. Ja, und diese Musikgruppe wollte zuerst im reformierten Altersheim ein Konzert geben. Kicsit szégyeltem is, hogy olyan műanyag abroszok voltak, és az idősek között adtak előket, és elfogadták. Ja, für mich war das zuerst ein bisschen unangenehm und peinlich, weil die Umstände dort in dem Altersheim waren natürlich sehr einfach und unsere Gäste haben dort ihr Mittagessen bekommen im Altersheim. Ja, du kannst dich erinnern. Ich beszélgettem velük, és hát mondták, hogy Magyarországon vendégszerepeltek a honfoglalási évforduló alkalmából, jártak az országot, és hát így ide terültek, sok szép helyen is voltak, és így jöttek el aztán meghívásra Lányfalura. Aus Anlass der Feierlichkeiten zur Landnahme. Damals kam die Musikgruppe nach Ungarn und sie sind hier an verschiedenen Orten aufgetreten. Und da durch diesen Herrn Szentmári hat sich das ergeben, dass sie hier nach Ungarn kommen. Wann war das? Naja, zum Jubiläumsfeier. Ja? Das ist die Landnahme, also die Feierlichkeiten zur Landnahme. És hát hirtelen átgondoltam, és meghívtam őket este, hogy szerepeljenek itt a faluház körül, volt egy diszkót, és akkor hogy hát lépjenek föl, hogy hát a falu adja spontan entschieden, diese Gruppe dann einzuladen, dass sie hier im Ortszentrum an einem Springboden, der sich damals hier befand, macht, auftreten und ein Konzert geben. Ich Ja, die Gemeindevertreter waren mit meinem Vorschlag einverstanden. 1996, ja, und wir haben dann anschließend nach dem Konzert, haben wir sie eingeladen, in der damaligen Husa Chada, die sich, wo sich jetzt das Rathaus befindet, mit uns gemeinsam einen Abend essen zu essen. Ich die Schwerter, weil ich nicht mal Spalan, wenn ich die Geschäfte stelle, ich habe zenekar, akikkel hát az is egy nagyon érdekes dolog volt, a polgármester elkísérte, ott már felkísérte őket, és hát ő is végig velük volt. Ja, mert a polgármester heute mai hat ein gutes Leitung, und so ist praktisch der Kontakt zustande gekommen. Hát, nem akarok szóval erről, csak így kezdődik. Ja, ich wollte das nur noch mal dir erzählen, dass es damals so geworden ist. Dankeschön. Kommune Primar, Herr Bürgermeister, Dorsch Huszafír, liebe Gäste, Mr. Polgármester úr, Alpolgármester asszony, Alpolgármester úr, kedves vendégek! A Bánffy-Hunyadi és Leányfalusi kapcsolat tulajdonképpen nem önkormányzati kezdeményezése indult, der Kontakt zwischen Bánffy-Hunyad und Leányfalu ist eigentlich nicht durch die Gemeinde, also durch den Gemeindevorstand zustande gekommen. Hanem a két település, tehát a Bánffy-Hunyadi és a
leányfalusi Kócsmegyeli református gyülekezeteknek a kapcsolatfelvétele indította el. Ja, sondern durch den Kontakt der reformierten Kirchgemeinden Leányfalu und Pánffy Hunyad. Kusztos Tibor, nagy tiszteletű úr, Pánffy Hunyad lelkésze, és Kovács Tamás, református lelkipásztor Leányfalun szervezte a zarándok utakat. Ja, die evangelischen, die reformierten Pfarrer der beiden Gemeinden haben eine Pilgerreise organisiert. Ezeknek az utak során tulajdonképpen a történelmi Magyarország és ezen belül ugye a Kárpát-medencébe jutottak el a hívek, és a záró istentisztelet mindig a Pánffy Hunyadi református templomban. Ja, also das gab auf dieser Pilgerreise verschiedene Stationen und das Ende der Reise war dann praktisch die reformierte Kirche in Pánffy Hunyad. És tulajdonképpen miért Leányfalu, és miért Pánffy Hunyad? Vagy miért Pánffy Hunyad, és miért Leányfalu? Ja, warum Pánffy Hunyad Leányfalu, warum Leányfalu Pánffy Hunyad? A híd szerepét, már polgármester úr említette a beszédében, dr. Ravasz László püspök úr jelentette. Ja, die Rolle des Glaubens wurde durch den, Bishop László Ravasz gegründet. Pánffy Hunyadon született 1882-ben, és itt Leányfalun hunyt el 1975-ben. Der Bishop László Ravasz ist 1882 und in Leányfalu gestorben. Püspök úr tulajdonképpen 1953 óta nem szolgálhatott, mint lelkész. Der Bischof durfte seit 1953 nicht als reformierter Pfarrer tätig sein. És ő akkor itt él kint Leányfalu egészen halál. Er hat bis zu seinem Tod dann hier in Leányfalu gelebt. Ez a szeretet, amit ő övezte úgy a Pánffy Hunyadi erdélyi testvérek részéről, ugyanaz nyilvánul meg a leányfalusiak részéről is. Ja, und seine Liebe, die er praktisch zu Pánffy Hunyad gelebt hat, zeigt sich auch heute in dem Kontakt, den wir zu Pánffy Hunyad haben. És amikor 2007. szeptemberében megemlékeztek Magyarországon Ravasz László püspök úr születésének 125. évfordulójáról. 2007. szeptemberében. Ja, im September 2007. Ja, war der Jahrestag der 125. Geburtstag des Bischofs László Ravasz. Akkor Pánffy Hunyadot egy jeles küldöttség képviselte itt Leányfalun. Ja, wurde Pánffy Hunyad durch eine Delegation hier in Leányfalu vertreten. Dr. Mircea Marozsán polgármester úr elődje, Nikolaj Kis polgármester úr is itt volt. Ja, es war die Bürgermeister, der damalige Bürgermeister von Pánffy Hunyad auch hier vertreten. És amikor találkoztunk, felmerült annak a lehetősége, hogy az egyházi kapcsolatot a két település és testvérvárosi kapcsolatra nyilvánítsa. Ja, und bei diesem Treffen entstand der Gedanke, dass wir diese religiösen Kontakt auch auf einen Kontakt zwischen beiden Gemeinden ausweiten können. A leányfalusi képviselőtestület ezt egyhangúan megszavazta. Ja, der Gemeinderat hat das einstimmig zugestimmt. És amikor kimentünk Pánffy Hunyadra, ott egy ünnepi tanácsülésen szintén egyhangulat támogatták a testvérvárosokat. Ja, und als wir mit diesem Gedanken dann nach Pánffy Hunyad gereist, wurde es dort auch einstimmig angenommen von dem Rat, so heißt das dort. Azóta tulajdonképpen ez egy nagyon gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolat elmondta. Ja, und wir können das mit Recht als eine sehr fruchtbare Kontakt oder Beziehung bezeichnen. Külön szeretnék köszönetet mondani Dr. Mircea Marozsán polgármester úrnak. Mein besonderer Dank gilt
Dr. Polgármester úrnak, aki igazi európai hozzáállással egy magyar baráti politikát folytat. Ja, mit einer echten europäischen Einstellung die Angelegenheit des Ortes hier vertritt und sich so uns gegenüber verhält. És tulajdon a képviselőtestületünkön kívül ki szeretném emelni Otildikó képviselő asszonyt, aki ilyen külpolitikai, tanácsnoki rangban gondozta ezt a kapcsolatot. Ja, ganz besonders möchte ich die Rolle von Frau Ildikó Ort hervorheben, die sich ganz besonders für die Pflege dieses Kontaktes und für die, ja, für den Erhalt und für den Ausbau. Engedjétek meg, hogy megköszönjem Húzásné Fekete Mária alpolgármester asszonynak, aki amikor még képviselő volt, már ugyanúgy az Ildikóval, és aztán hála Istennek alpolgármester lett, támogatta és nagyon sokat dolgozott ezért a kapcsolatban. Ja, natürlich geht auch mein ganz großer Dank der zweiten Bürgermeisterin, die damals Gemeindevertreter oder Ortsvertreter war am Ort und sich auch für die das Zustandekommen und der Pflege dieses Kontaktes eingesetzt hat. Munkásságának fényes példája volt most a harmadik kalózaszegi napok, akik figyelemmel kísérték ezt, lehetett látni, hogy milyen csodálatos alkalom volt, és 23 vagy 24 kalózaszegi település ünnepelt ezt, és Abi Endrének a Karácsony című versét szavalták a fiatal gyerekek, zengzetes szép magyar. Jetzt auf dem Gebiet von Rumänien in einer Region Kalózaszeg, das ist sehr bekannt, wo auch viele Ungarn leben, war ein Festival und auch da hat sich die Maria eingesetzt und das war ein ganz besonderes Ereignis, dass dort junge Leute, Kinder Gedichte vom ungarischen Dichter Endre Ady vorgetragen haben. Der Marikának köszönhető nagy részt az is, hogy Kalózaszeget Bánfi Hunyadon is el tudtuk vinni a Ravasz László püspökről szóló kiállítást, és Dr. Szász Cipán Tas író, orvos, a hitel, mint nemzetpolitikai szemléről szóló nagy könyvének a bemutatóját. Ja, ebenfalls ist es auch Maria zu verdanken, dass wir die eine Wanderausstellung über den Bischof László Ravasz, der hier in Leánkodón gestorben hat, dann dort auch in die Region bringen konnten und auch das Buch von dem am Ort lebenden Schriftsteller Dr. Endre Szász dort vorgestellt werden. Istvántas. Tegnap este a vacsora után két polgármester úrral beszélgettünk, és fölmerült annak a lehetősége, Gestern Abend haben wir mit beiden Bürgermeistern unterhalten und es hat sich die Möglichkeit eröffnet. Hogy milyen jó lenne a Visegrádiakhoz kérni a hármas találkozó. Enci, Bánfi Hunyad és Leányfalu a jövőben. Ja, so wie diese außenpolitischen Treffen zwischen den Visegrádstaaten könnte man starten, könnte man auch ein Dreiertreffen machen zwischen Bánfi Hunyad, Leányfalu und Enci. A reakcióból ítélve úgy ítéltem meg, hogy támogatták. Ja, dieser Gedanke hat gefallen, gefunden, das wird vielleicht unterstützen. És akkor befejezésül engedjétek meg, hogy Ady Endrétől idézzek egy sort, egy kicsit szabadabban kipótolva, ugye, hogy Rajnának, Dunának is voltak egy a hangja. Köszönöm, hogy megtiszteltetek. Köszönjük, hogy a neveket nem tudtam. Köszönjük.
Ja, sehr geehrter Bürgermeister Osman Lieber János, tisztelt Polgármester úr, Osman Polgármester úr, kedves János. Verehrte Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, kedves tiszteletbeli polgártársak és polgárok, verehrte Räder der Gemeinde Bad Hunyad, liebe Kollegen, tiszteletbeli Bad Hunyad városának és közösségének, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, kedves vendégek és hölgyeinkben. Die Gemeinde Ehrenbalu feiert 70. Jahrestag, 70. Geburtstag. Ihre Unabhängigkeit und Ihre Selbstständigkeit. Dazu gratulieren wir von der Partnergemeinde Tenzing ganz herzlich. Und ich bedanke mich hier an dieser Stelle auch schon ganz herzlich für die Einladung, für die Wirtschaft. Ich freue mich, mit einer kleinen Delegation wieder einmal hier in der Ampelu zu sein. Es steht auf das Motto 70 Jahre Selbstständigkeit und Eigenständigkeit von der Ampelu. Wie vernommen seit Ende der 90er Jahre, seit Beginn unserer Gemeindepartnerschaft, dürfen wir die Weiterentwicklung von Leon Palou auch mal miterleben, wie wir sie eben auch dargestellt bekommen haben. Die Gemeinde wird komplexer, bekommt neue Institutionen, vergrößert ihre Stärke und verbessert ihre Organisationen. Wird die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde erhöht, wächst zwangsläufig ihre Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Teljesítőképessége minél jobban fejlődik, ez ennél erősít, jobban erősíti az ön meghatározását is, és ön megvalósítását. Ich will jetzt nicht tiefer in die geschichtliche Entwicklung der Gemeinde eingehen, haben wir schon vernommen. Dazu wird man einfach ein wenig der Hintergrund der Geschichte. A történelmi fejlődés, a község történelmi fejlődés, a részletébe belemenni, mert a részletében annyira pontosan ismerem, és az aber aufgrund unserer fast 20-jährigen Partnerschaft, der Partnergemeinde erlaube ich mir hier, und das kann ich bestätigen, dass Sie stolz sein können auf Ihre, auf das Geschaffene, auf Ihre Gemeinschaft, Ihre Gemeinschaft. Bei einer Gemeinde, selbstständig geworden ist, dann gehört immer ein bisschen was dazu zur Eigenständigkeit. Zum Beispiel der Hoheitsgebiet, die eigenen Grenzen der Gemeinde, ein eigenes Wappen. Das ist einfach auch ein gewisser Ausdruck der Selbstständigkeit. Und als kleines Andenken für unseren Besuch hier zum 70-jährigen Jubiläum haben wir uns gedacht, bevor wir irgendwas mitbringen, was vielleicht schon vorhanden ist, machen wir das, was ich gestern schon angekündigt habe. Nehmen wir ein Kuvert, tun ein bisschen Geld rein, mit dem kann dann die Gemeinde
sicher dringend notwendiges sinnesgründliche Studien schaffen. Und somit eine bleibende Erinnerung an diesen Bezug hier haben. Ebenso wurde ich vom Vorstand des Partnerschaftsvereins in Penzing beauftragt oder gebeten, nach Feststellung der Erörterung bzw. hat mich der Partnerschaftsverein oder der Verein beauftragt, hier auszuschauen, wo noch ein gewisser Bedarf an Förderungsmöglichkeiten besteht. Okay. Ebenso habe ich vom Partnerschaftsverein beauftragt, auszuloten, wo noch Förderungsmöglichkeiten bestehen. Neue Kontakte. Vor allem auch mit der Partnergemeinde Bankilunia. Die Beziehungen werden sicherlich zwischen den Gemeinden Penzing, der Anfalu und Bankilunia immer stabiler. Abban reménykedünk, hogy a kapcsolataink Bankilunia Penzing és Leánkorú között. Gehört auf die Partnerschaft zwischen Penzing und Leánkorú. Abschließend bedanke ich mich. Végezetül megköszönöm Namen der Gemeinde Penzing. Penzing nevében. Den Bürgerinnen und Bürgern. Leánkorú polgárainak és polgártársaink. Der Gemeinde Leánkorú Falu wünsche ich. Abschließend bedanke ich mich namens der Gemeinde Penzing und wünsche den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Leánkorú Falu weiterhin ein geleitetes Wohlergehen. So haben Sie über Englischsäge. Und einen schönen Festausgang. Ich darf nun den Bürgermeister der Gemeinde Lande Verlosung erbitten. Anniversare anni
Kapitel, lag die Liga Stadt der Liga, der ist das so gut wie verfallen. Jetzt kommen wir, wie das bei jeder Feier üblich ist, zur Vertretung.
Verteilung der Ehrenurkunden. Aha. Also es geht hier um eine Person, die jetzt leider nicht persönlich anwesend ist, Frau Ingrid Bühler, die damals sich in der Gemeinde Penzing sehr intensiv eingesetzt hat für das Zustandekommen des Partnerverhältnisses und natürlich auch für die Pflege. Aus Altersgründen und persönlichen Gründen kann sie jetzt leider nicht persönlich diese Urkunde übernehmen und die Medaille, was dann in der Vertretung Herr Bürgermeister Erhard. Van még egy kiváló személy, aki múltunk történetében utakolva nagyon sokat tett látkozóért, Bűnös Zsuzsán. Er bekommt auch eine Gedenkmedaille und Urkunde. Ich liebe eigentlich Hunger, das muss ich nur sagen.
kezdődött a testvétárosi testvétárosi kapcsolatunk, és onnan együtt, hogy én egyszerűen szeretem Magyarországot. Ja, az Tízesstát, itt a hátosnak, a Tudés Provinciásnak, Ungarn, Szentember, Ennyel Folytőt. És ettől azért biztos, hogy ez a testvétárosi kapcsolat egy sikertörténet. Und das so gut gelaufen ist, möchte ich mich an allererster Stelle der ehemaligen Bildungsministerin, der dir, Vera, ganz herzlich bedanken. Ja, so schicken wir uns. Darf aber ergänzen, dass die Nachfolge ebenso angenehme Partner war ich. Hier geht es um die Worte, wo ich gut bin, gerne. Tatsache, wo man könnte man auch so. Und dann möchte ich eine Person auch nicht vergessen, was ich hier. Nicht deshalb, weil mein Herz dann auf die Damen steht, seht ihr, dass das so ist. Mir geht es mein Wunsch, ich möchte es nicht zu lange ausholen, mein Wunsch ist, dass der Bestand unserer Freundschaft, unserer Partnerschaft, aber von ganzem Herzen die Freundschaft bleiben muss. Nur Freunde sind miteinander glücklich, ob es gut geht oder weniger gut geht. Ich stoppe aber nicht, aber die Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit und die ez a barátság, ami érteti ezt a testvérfelelkezési kapcsolatot, a barátság életben maradjon, és ebben a barátságok viszik el újra. Ja, ott erre nincs, hogy ez a deutsche Volkslied, wahre Freundschaft soll nicht wanken, wenn sie auch weit entfernt ist. Und das ist auf unsere Freundschaftspartnerschaft wirklich zu. És ezért szeretnék emlékeztetni egy végignévő népdalra, amivel arról szól, hogy a igaz barátság nem igazolt a távolságot. Ja. Ich möchte auch zuzustimmen, in welchem Vorredner, und möchte mich mit meinen Gästen aus Pensin, die mich und unseren Bürgermeister begleitet haben, auch bei Ihnen bedanken, weil dann auch da tut mir das Herz gut, wenn ich merke, es zieht uns immer noch nach der Anfang. Ich hoffe, dass wir die Befehle verbessern, dass ich einen Tänzer brauche. Der Tarsleg nevű és Penzinkről köszönöm a vendéglátást, és mindkérdés is ennek a barátságnak a tovább élését, mert mindig szívesen hoz minket a szívünk rájátokat. Köszönöm! Alles Liebe und Gute, eine gute, harmonische Zukunft miteinander und bleibt alle miteinander noch lange und viele Jahre gesund. Ich bin es bereits seit 82 Jahren. Ich sage es Thank you.